Paris, Anfang der 20er Jahre. Es ist eine der lebhaftesten Zeiten der Metropole. Die Weltstadt an der Seine ist der Traum eines jeden Künstlers, Bohemiens, Intellektuellen. Doch Paris ist auch die Hauptstadt der Heimatlosen, der Immigranten aller Herren Länder, die der Krieg hierher verschlagen hatte. In jenen Jahren gesellte sich zu den Stammgästen des Café de la Paix eine Gestalt, die allgemein Neugier erweckte. Der neue Gast, etwa Mitte 50, schien so etwas wie ein Schriftsteller zu sein. Sein Name? Georg Iwanowitsch Gurdjieff. Das Café de la Paix war, wie er sagte, sein Büro. Rund 70 Kilometer südöstlich von Paris, nahe Fontainebleau, hatten Gurdjieff und seine Schüler den Landsitz Prieuré d'Arbon erworben. Gurdjieff gründete dort eine Gemeinschaft, die sofort große Neugier in Paris erregte. Die Gruppe hatte das Haus in einem miserablen Zustand übernommen. Gurdjieff schreibt: Als ich durch die Pforten des Château die Prieuré trat, war es so, als würde ich sofort nach dem Portier von Madame Grand Problème begrüßt. Monatelang wurde gebaut, gesägt, gegraben, um die Anlage bewohnbar zu machen. Eine Arbeit, bei der alle, Gurdjieffs adlige Freunde wie seine Verwandten und Bekannten, mit anpacken mussten. Sehr zum Erstaunen der Pariser High Society. In der Prieuré hat sich zu den Schülern aus Russland eine exquisite Gesellschaft illustrer Persönlichkeiten gesellt. Fürstinnen, Ärzte, Architekten, Musiker, Verleger, Kritiker. Die meisten trugen einen bekannten Namen. Anfangs kamen Engländer, später schlossen sich ihnen Amerikaner an. Die bekannteste unter ihnen war die neuseeländische Schriftstellerin Catherine Mansfield, die unheilbar an TBC erkrankt in Avon eintraf. Ihr Tod in der Prieuré hatte damals zu Spekulationen geführt, Gurdjieff in Misskredit gebracht. Lawrence Rosenthal spielt den kaukasischen Tanz aus der Serie Asiatische Lieder und Rhythmen. Gurdjieff was what you might call a... Man könnte Gurdjieff einen geistigen Lehrer nennen. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, was er tat. Er lehrte über das Leben, über die Wahrheit. Er lehrte über alles. Alles und jedes war dann auch der Titel einer seiner Schriften.
of his writings. Er war jemand voller Energie und unglaublich fesselnd. Ich denke, es war dieses Gefühl seiner Anziehungskraft, das mich zu ihm führte. Er war ein sehr interessanter, netter alter Herr, der offensichtlich begonnen hatte, sich Gedanken darüber zu machen, dass er nicht mehr allzu lange zu leben hat. Die anderen sprachen ihm gewaltige Kräfte und sonst etwas zu, doch er schien sich auf den Tod vorzubereiten. Wieder andere schöpften Energie von ihm und so weiter und so fort. Ich aber sagte, tut mir leid, lasst ihn in Ruhe. Gewiss, heute gibt es all diese Geschichten, die die Leute von dem großen Meister erzählen und was sie mit ihm erlebt haben. Wir Jungen, die direkt mit ihm arbeiteten, merkten nichts von all dem. Der Ararat, der heilige Berg Armeniens. Und die verlassene Stadt Ani, ehemals Hauptstadt der Bagratiden, der Könige von Armenien. In dieser an Geschichte so reichen Gegend des Kaukasus, dem Kreuzpunkt der armenischen, georgischen, türkischen und russischen Kultur, wurde Georg Iwanowitsch Gurdjieff wahrscheinlich am 13. Januar 1866 im Griechenviertel der russisch-armenischen Stadt Alexandropol geboren. Der ziemlich verkommene Garnisonsort verteidigte damals Russlands Grenze zur Türkei. Wer klug war, meldete dort keine Geburt, ließ sich vorsichtshalber nicht registrieren, da die Landesgrenze sich ständig verschob. In diesem Haus soll Gurdjieff geboren worden sein. Sein Vater, Ioannis Georgiadis, war Grieche. Seine Mutter, Armenierin. Heute ist der total verarmte Ort Grenzstadt Armeniens zur Türkei und heißt Gyumri. Erdbeben und Kriege haben das Gesicht der Stadt gezeichnet. Gurdjieffs Vater ist ein Aschoch, ein Geschichtenerzähler gewesen. Eine Tradition, die bis heute im Kaukasus fortlebt und oft vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Die singenden Barden erzählen von der Liebe zu einem hübschen Mädchen, von der Sehnsucht zur Mutter Erde und von der Schönheit der Berge. Durch die Reisen des Vaters als Aschoch lernt Gurdjieff auch Vater Borsch, den Erzpriester der Garnisonskirche im 60 Kilometer entfernten Kars, kennen. Der Pater sollte sein erster Lehrer werden. Georg Iwanowitsch sang im Chor der russisch-orthodoxen Gemeinde von Kars, besuchte dort die russische Schule. Thank you.
Franz Rosenthal spielt Gurdjieffs und der Hartmanns Komposition Osterhymne aus der Serie der Hymnen, Gebete und Rituale. Der Friedhof von Alexandropol. Während seiner Wanderjahre hatte Gurdjieff immer wieder seinen Geburtsort als Mittelpunkt seines Lebens gewählt. Eine stete Beziehung, die erst 1918 endgültig abbricht, als die Türken die Stadt einnehmen und auch Gurdjieffs Vater dem Massaker zum Opfer fällt. Trotz aller Bemühungen war es dem Sohn nicht gelungen, ihn vor den Kugeln der Türken zu retten. Erst viel später wurden Gurdjieffs letzte Worte an den geliebten Vater auf den Grabstein gemeißelt. Ich bin du, du bist ich, er ist unser, beide sind wir sein, so sei alles für unseren Nächsten. Russland. Anfang Januar 1912 trifft Gurdjieff in Moskau ein. Es ist die Zeit, als die verkrustete Gesellschaftsordnung durch anarchistische Kräfte bedroht wird. Die Revolution sich vorbereitet. Gurdjieff plant, hier sein Institut für die harmonische Entwicklung des Menschen aufzubauen. Sein Vetter aus Alexandropol, der Bildhauer Sergei Merkurow, wird einer seiner ersten Schüler, als er seine Lehrtätigkeit in Moskau und St. Petersburg aufnimmt. Gurdjieff führt ein mysteriöses Doppelleben, ist tagsüber Bohemien, nachts Fürst Osei. Ständig pendelt er zwischen der Stadt an der Wolga und der Hauptstadt St. Petersburg hin und her. Und er hat beste Beziehungen zum Zarenhof, kennt Nikolaus II. Sogar persönlich. Er heiratet die Gräfin Julia Ostrowska, eine Hofdame der Zarin. Der bekannte Schriftsteller und Philosoph Pjotr Demiranowitsch Uspenski wird sein bedeutendster Schüler werden. Auch der Engländer Sir Paul Dukes und der finnische Arzt Dr. Leonid Tjörnvall schließen sich Gurdjieff an. Und die Begegnung mit dem Komponisten Thomas de Hartmann wird Gurdjieffs Musikschaffen entscheidend bestimmen. Beginnen in Russland, beenden in Russland, hatte Gurdjieff kurz vor seinem Tode zu seinem Lebenswerk gesagt. Was immer diese rätselhafte Bemerkung bedeuten mag, sie weist auf seine schmerzliche Trennung von Großrussland im Jahre 1917 hin. Und wieder einmal ist Tiflis, die Hauptstadt Georgiens, sein Ziel. Voller Erinnerungen an seine Jugendjahre schlendert er durch die Gassen der Altstadt. Gurdjieff fand bei seinen Vettern ein Dach über dem Kopf. Inzwischen hatte sein Bruder Dmitri die Tochter des Erzbischofs von Tiflis geheiratet und konnte ihn auch mit etwas Geld unterstützen. Im Tatarenbazar kauft Gurdjieff für wenig Geld Teppiche, um sie auf dem Schwarzmarkt bei Ausländern wieder teuer zu verkaufen.
Ein kleines Startkapital für die Reise nach Konstantinopel, die er aus politischen Gründen bald antreten musste. Gurdjieff at a very young age, we're not exactly sure when, after having grown up in this crossroads of culture, this melting nachdem er an diesem Kreuzweg, in diesem Schmelztiegel der Kulturen aufgewachsen war, entschloss sich Gurdjieff in sehr jungem Alter, wir wissen nicht genau wann, die Reise zu unternehmen, die seine wichtigste Frage, sein größtes Verlangen befriedigen sollte, die Frage nach dem Sinn und Zweck der menschlichen Existenz. And that is to find out what is the aim and sense of man's existence. This was a complete passion with him. Dies war und blieb seine Leidenschaft sein ganzes Leben lang. So he set out with a group of companions. So zog er los mit einer Gruppe von Freunden, die sich Sucher der Wahrheit nannten. And they traveled great distances. They traveled all over. Sie machten extrem weite Reisen, kreuz und quer durch Zentralasien, bis hin nach Tibet und in die Wüste Gobi. Gurdjieff besuchte auch Ägypten, fuhr sogar ins Heilige Land. And in all of these places, while an all diesen Orten lebte er mit Mönchen, Derwischen und geistigen Meistern jeder Art und jeder Religion zusammen. Buddhisten, Christen, Hindus. Er nahm dabei nicht nur allmählich die einzelnen Lehren in sich auf, sondern prägte sich auch, da er sehr musikalisch war, die Musik ein, die er in vielen dieser fernen Tempel und Klöster hörte. Bis zum Jahre 1895 war Gurdjieff viel und weit gereist. Er hatte als Muslim getarnt Mekka und Medina besucht, war in Abessinien, im Sudan, in Babylon gewesen. Manchmal allein, manchmal mit seinen Freunden, den Suchern der Wahrheit, unternimmt Gurdjieff zwischen 1895 und 1907
5 große Expeditionen, die ihn bis in den Himalaya und ins Reich der Mitte führen. Kashgar, westlichste Grenzstadt Chinas in der autonomen Region Xinjiang, am Rande der Taklamakan-Wüste. Seit Jahrhunderten Kreuzpunkt der Handelsstraßen zwischen Okzident und Orient. Eine alte Fotografie, eine Daguerreotypie, zeigt Gurdjieff in der Hauptstadt der Uiguren. Es ist eines der ersten Fotos von ihm. Ganz orientalischer Geschäftsmann hatte er damals von Kashgar aus Viehtransporte organisiert, sowie in seltene Teppiche und chinesische Gold-Emai-Arbeiten investiert. Gurdjieff suchte in allen religiösen Überlieferungen nach Qualität. Er hatte große Ehrfurcht vor Religionen und vor denen, die sie gestiftet haben, Buddha, Christus, Mohammed. Er fühlte ihre besondere Qualität und suchte danach. Sein ganzes Leben war von dieser Suche bestimmt, von dem Bemühen, diese Qualität und diese Suche nach Qualität den anderen zu vermitteln. Ich weiß also nicht, was ihm wichtiger war, die Lehre oder die Suche. Ich traf viele, die ihn kannten, darunter viele seiner Schüler. Sie beschrieben ihn nicht als jemanden, der eine der großen Lehren predigte, sondern als eine Person, die selbst eine Art von Aura, den Eindruck von etwas sehr Lebendigem, voller Fragen mit sich brachte. Bukhara-i-Sharif, das noble Bukhara, war im 9. und 10. Jahrhundert die Säule des Islam, religiöses und kulturelles Herz Zentralasiens. Der Wissenschaftler und Philosoph Ibn Sina, Avicenna, wie ihn die Griechen nannten, und Persiens große Dichter Ferdowsi und Rudaki lebten hier. Um 1898 besuchte Gurdjieff die uralte Stadt an der Seitenstraße, weil er in ihrer Nähe die Weisheitsschule des Sarmung-Klosters vermutete, wo er angeblich seine tiefsten Erkenntnisse gefunden und das Konzept für die heiligen Tänze entwickelt hat. Nur schwer lassen sich Gurdjieffs Wege genau verfolgen. Bukhara, Samarkand, Taschkent. Seine geheimen Wege kreuzen sich nicht mit denen der großen Geographen und Abenteurer jener Epoche, von Sven Hedin bis Paul Pelliot, denn er plündert nicht wie sie wertvolle Ausgrabungsstätten. Seine Spuren finden sich eher in Kompositionen wieder, die von der Musik jener Völker inspiriert wurden, wie hier von den usbekischen Tänzen in Samarkand.
Gurdjieff was a kind of natural musician, but completely untrained. Gurdjieff war ein musikalisches Naturtalent. Allerdings fehlte ihm jede Übung. Er spielte Gitarre und ein bisschen Harmonium, doch war er keinesfalls ein ausgebildeter Musiker. Er saugte die Musik, die er um sich herum hörte, förmlich auf. Sie inspirierte ihn auch zu komponieren. Doch er war nicht in der Lage, sie in Noten niederzuschreiben. Als dann der Hartmann zu ihm kam, ergab sich die Gelegenheit einer außerordentlichen Zusammenarbeit. Denn der Hartmann war genau die Person, die er brauchte. Because the Hartmann was exactly what he needed. What the process was that Gurdjieff would either hum or whistle. Und es ging so. Gurdjieff summte, pfiff oder spielte mit einem Finger ein paar Noten auf dem Klavier oder der Gitarre. Er spielte irgendeine Melodie. Der Hartmann saß mit dem Notenpapier dabei und versuchte nun, diese Melodie aufzuschreiben. Es war sehr kompliziert. Jedes Mal, wenn Gurdjieff nun ein Stück wiederholte, klang es vielleicht ein wenig anders. Und der Hartmann hatte alle Mühe, die Melodien zu Papier zu bringen. War diese Arbeit erledigt, hatte er die Melodie schwarz auf weiß vor sich. Nun bat Gurdjieff ihn, die Melodie in die richtige Harmonie zu setzen. Der Hartmann schlug verschiedene Akkorde an. Gurdjieff hatte ein sehr gutes musikalisches Gehör. Wenn also ein gewisser Akkord nicht stimmte, verbesserte er der Hartmann sofort. Der Hartmann fand schließlich die richtige Harmonie. Danach schlug Gurdjieff manchmal einen Takt auf dem Deckel des Pianos. Das ergab dann den Rhythmus der Musik, die der Hartmann gerade in die richtige Tonart gesetzt hatte. So entstand ein Musikstück aus Harmonie, Melodie und Rhythmus. Mit der Hartmanns Hilfe war es Gurdjieff möglich, die Melodien in die richtige musikalische Form und Gestalt zu bringen. Man kann also ganz bewusst sagen, ohne die Zusammenarbeit mit der Hartmann hätten wir Gurdjieffs Musik nie zu hören bekommen. Es war ein außergewöhnliches Zusammentreffen von Begabungen, von Lehrer und Schüler. Lawrence Rosenthal spielt den maurischen Derwischtanz aus der Serie Musik der Sayyiden und Derwische. Konstantinopel, Grenzstadt zwischen Asien und Europa, ist für Gurdjieff immer wieder Quelle der Inspiration. Nach seinem Aufenthalt in Tiflis landet er am 7. Juli 1920 mit dem Schiff in der Türkei, wo er schon lange kein Unbekannter mehr ist,
Die einen sehen in ihm einen geheimnisvollen Wanderer mit Wunderkräften, die anderen einen Geheimagenten der Bolschewiki oder der Weißrussen. Über 30 Jahre zuvor war Gurdjieff als Halbwüchsiger durch das Europäerviertel Perda gestreift, besessen von vielerlei Art von Derwisch-Unsinn, wie er später sagen wird. Dann hatte er als Sucher der Wahrheit in der Nähe der Gebetsplätze der Mevlevi, Rufia und Kadiri Derwische gewohnt. Jetzt war er gekommen, bei einem der bedeutendsten Orden, den Mevlevi, durch die tanzenden Derwische Anregungen für sein Ballett »Der Kampf der Magier« zu finden. Wochenlang besuchte Gurdjieff mit seinen Schülern Uspensky und der Hartmann die Vorführungen der Mevlevi-Derwische, sammelte er Ideen und Musik für die Kompositionen und Choreografien seiner heiligen Tänze, die Movements. Bei den Mevlevis, den tanzenden Derwischen, ist die Musik die perfekte Nahrung der Seele. Ohne Musik können die Mevlevis nicht von dieser in eine andere Welt gelangen. Die Musik holt den Tänzer ab und führt ihn in diese andere Welt. Ganz wichtig dabei ist die Ney, die Flöte. Sie ist das himmlische Instrument für die Derwische. Wird sie vom Atem eines wahren Meisters beseelt, ergreift sie die Seelen der tanzenden Derwische und aller anderen Mitglieder des Mevlana-Ordens. Sie führt sie in mystische Welten. Der Klang der Ney ist der perfekte Meister der Seele. Thank you.
Da es bei den Derwischtänzen keine Choreografie im strikten Sinne gibt, hat Gurdjieff seine eigene Choreografie daraus entwickelt. Sobald der Derwisch in Trance gerät, macht er die Bewegungen wie von selbst. Gurdjieff studierte diese Bewegungen bis ins kleinste Detail, katalogisierte sie in westlicher Manier und schuf mit diesen Movements, wie er sie nannte, eine Art Ballett, ohne dabei die Essenz der Derwischtänze aus den Augen zu verlieren. Wagte sich heutzutage jemand daran, hätte ich Angst, dass diese entscheidenden Elemente außer Acht gelassen würden. Gurdjieff aber hat es geschafft. ...1921 wird Gurdjieff nach Dresden-Hellerau eingeladen, um dort sein Werk fortzusetzen. Der Armenier nimmt an, denn in Konstantinopel signalisieren bereits verschiedene Anzeichen ein bedrohliches Wiederaufleben türkischer Fremdenfeindlichkeit. Nach 9 Tagen Irrfahrt durch das verwüstete Nachkriegs-Europa gelangt Gurdjieff ins Berlin der legendären 20er Jahre. Er besucht Hellerau. Er reist kreuz und quer durch Deutschland. Schließlich zieht er nach London weiter. Stets auf der Suche nach einem geeigneten Ort für sein Institut. Endstation seiner Odyssee ist Paris, wo er endlich im Juli 1922 eintrifft. Durch großzügige finanzielle Hilfe aus England erwirbt Gurdjieff im Oktober die Prieuré in Fontainebleau-Avant, seinen bekanntesten Wohnsitz. Gurdjieff hatte lange Jahre des Lernens hinter sich, in denen er zu einer Lehre gefunden hatte, die alle Aspekte des Menschen mit einbezog. Kopf, Herz und Hände, den Intellekt, die Gefühle, den Körper. Von diesem Zeitpunkt an, den wir, sagen wir einmal, in den Großstädten Russlands um 1911 festlegen können, begann er zu unterrichten. Als Lehrer hatte er nun mancherlei Hoch und Tiefs zu bewältigen. So musste er seine Gruppe von Schülern in Bürgerkriegszeiten aus Georgien über die Türkei nach Berlin und schließlich nach Paris bringen. Doch für seine Lehre nahm er alle Opfer auf sich. Selbst in den heikelsten und kniffligsten Situationen, denen er ausgesetzt war, versuchte er immer, seinen Schülern etwas beizubringen. In der Prieuré kann Gurdjieff intensiv an seinen Movements, den heiligen Tänzen, arbeiten. Als Ballettimpresario Diaghilev einen der öffentlichen Abende im Studyhaus des Instituts besucht, ist er so begeistert von den Movements, dass er sie als Neuheit in seine Ballet Russe mit einbeziehen möchte. These
Gurdjieffs Movements, das heißt die heiligen Tänze, waren nicht dafür bestimmt aufgeführt zu werden. Sie sind im Wesentlichen als Übungen gedacht, den Tänzer in eine bessere Beziehung zu seinem Selbst treten zu lassen, ihn in direkten Kontakt mit seinem Körper, seinen Gedanken und seinen Gefühlen zu bringen. Einige der Übungen sind äußerst kompliziert. Nur einer Person, deren Geist von allem frei ist, gelingt es, die Vielschichtigkeit der Choreografie, der Movements und die komplizierten Positionen in Einklang zu bringen. Höchstwahrscheinlich haben die Movements ihre Wurzeln in gewissen Übungen, die Gurdjieff bei den Derwisch-Tänzen in Zentralasien gesehen hat. Gurdjieff erwirbt ein Appartement in der Rue du Commandant Marchand, in dem er die Größen des Tuparis empfängt. Den Lyriker Ezra Pound, den Mäzen und Kunstliebhaber Sergei Diaghilev, den amerikanischen Nobelpreisträger für Literatur Sinclair Lewis. Vielleicht nützliche Besuche für seine Karriere? Am 16. Dezember 1923 lässt Gurdjieff im Théâtre des Champs-Élysées die Movements und heiligen Tänze zum ersten Mal für das Pariser Publikum mit großem Orchester aufführen. Es dirigiert Thomas de Hartmann. Gurdjieff hat den Ort gut ausgewählt. Saal und Bühne sind riesig. Und der Direktor Jacques Héberteau ihm gewogen. Die gesamte Intelligenzia, die Avantgarde und die übrige Kulturschickeria ist erschienen. Der Name Gurdjieff ist jetzt in aller Munde. Gezeigt wird ein Programm, das die Vielfältigkeit der Arbeiten des Instituts vorstellt. Von rituellen Übungen bis zu Derwischtänzen aus Afghanistan, Turkestan und Kaschgar. Hin und her gerissen zwischen Begeisterung über die Originalität dessen, was es gesehen hatte, und Abscheu vor der Strenge der körperlichen Übungen, schrieb damals die Presse über die Veranstaltung. Für Gurdjieff beginnt nun eine Periode intensiver Amerika-Reisen, die er bis ins hohe Alter beibehält. Im Januar 1924 schifft er sich mit 35 Tänzerinnen und Tänzern nach New York ein, um zur Finanzierung seines Instituts in verschiedenen Städten des Ostens öffentliche Vorstellungen zu geben. Nach Frankreich zurückgekehrt, muss er wiederum wegen finanzieller Probleme die Wohnung wechseln. Auf der Fahrt von Paris nach Fontainebleau verunglückt der passionierte Autofahrer, der wie ein Wilder rast, fast tödlich. Von Ehefrau Julia und der Mutter gepflegt, erholt er sich wieder, entgegen allen ärztlichen Erwartungen. Im August 1924 löst er das Institut aus Geldmangel formell auf. Unter Anleitung des Pianisten Thomas de Hartmann konzentriert er sich von nun an vollkommen aufs Komponieren. For 3 years, approximately between 1924. In 3 Jahren, ungefähr zwischen 1924 und 1927, schufen Gurdjieff und der Hartmann über 300 Kompositionen. Nur rund 160 von ihnen sind vollendet. Das war ein gewaltiges Arbeitspensum. Jede Komposition ist datiert. Daraus kann man entnehmen, dass Gurdjieff fast jeden Tag mit der Hartmann etwas komponiert hat. Manchmal sogar mehr als ein Stück am Tag.
Drei Jahre arbeiteten sie so in der Priorie, erstaunlicherweise die ganze Zeit umgeben von Gurdjieffs Schülern, die im Salon dabei saßen und den Entstehungsprozess der Kompositionen mitverfolgten. Dann aber knapp nach 1927 komponierte er nie wieder etwas. Das war seine Art zu leben. Er nahm sich eine bestimmte Arbeit vor und wenn er dann meinte, dort alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, hörte er damit auf. Selbst die Arbeit an den Movements, für die er sich persönlich sehr engagierte, gab er für einige Jahre auf. Erst als Madame Jeanne de Salzmann ihn erneut dazu aufmunterte und inspirierte, beschäftigte er sich wieder mit ihnen. Resumed working on the movements which he had abandoned for quite a few years. Gurdjieff beschließt, seine Ideen künftig schriftlich zu verbreiten. Er schreibt sein Opus Magnum, Beelzebubs Erzählungen für seinen Enkel. Und seine Memoiren, Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen. ...1936 zwingen Gurdjieff finanzielle Sorgen noch einmal sich zu verändern. Er bezieht ein kleines Appartement in der Rue des Colonels Renard, das er bis zu seinem Tod bewohnen wird. Im Winter 1948 reist Gurdjieff ein letztes Mal nach Amerika, um die Veröffentlichung des Beelzebub, seines Hauptwerkes, voranzutreiben. Er hat für die USA-Reisen inzwischen einen Pass als Staatenloser erhalten. Gurdjieff ist in New York eine angesehene Persönlichkeit. Seine Movements haben Balanchine und das New York City Ballet beeinflusst. Seine Schülerin Olga Wanner hat ihn mit ihrem Mann, dem Star-Architekten Frank Lloyd Wright, bekannt gemacht, der von Gurdjieff begeistert ist. Und in der Carnegie Hall doziert er vor einem interessierten Publikum. Im Februar 1949 reist er mit großem Gefolge, darunter Mrs. Lloyd Wright und seine Tochter Duschka Howarth, nach Frankreich zurück. Seltene Aufnahmen von den Movements. Erinnerungen an ihren Vater. Sie ist eines von Gurdjieffs vier Kindern, die Amerikanerin Duschka Howarth. Heute lebt sie allein in New York. Lange ist das Showtalent als Topsängerin und Entertainmentstar auf Traumschiffen um die Welt gefahren. Aus den Aufzeichnungen ihrer Mutter Jasmine stellt sie Leben und Werk ihres Vaters in einem Buch zusammen. Der Titel It's Up to Ourselves, A Mother, A Daughter, Gurdjieff and Others. Als Gurdjieff Ende 1948 wieder einmal nach Amerika kam, wurden einige Personen, darunter auch ich, gefragt, ob wir seine Movements-Klasse besuchen wollten. Ich hatte ziemliches Interesse daran. Damals entschloss er sich, mir mitzuteilen, dass ich seine Tochter sei. Bis dahin hatte ich nur gewusst, dass der Vorname meines Vaters George und er Lehrer war. Das war nun schwierig für mich, denn ich konnte ihn mir wirklich nicht als Vater vorstellen. Ich sah ihn eher als den Lehrer meiner Mutter. Ich hatte allerdings durch sie schon viel von ihm erfahren. Ich merkte bald, dass er offensichtlich mehr als die meisten wusste, selbst mehr als die Personen, die ich wegen ihres Wissens bewunderte. Seine Bildung war einfach universell. Er wusste über alles Bescheid. Und es war keine Angeberei von ihm, denn die Dinge, die er erzählte, erwiesen sich immer wieder als wahr. Die paar Leute, die heute vorgeben zu wissen, wer seine Lehrer waren oder sonst irgendetwas in der Art, das ist für mich alles erfunden. Er sprach Armenisch mit seinem Bruder, der auch in der Priorie lebte. Armenisch war also seine Muttersprache. Wahrscheinlich wurde auch Armenisch in der Familie gesprochen.
Sein Vater war Grieche. Er konnte also auch etwas Griechisch. In Kars besuchte er die Schule der russischen Militärkirche. Doch in welcher Sprache lernte er nun schreiben, da jede von ihnen ihre eigene Schrift hat? Armenisch, Griechisch oder Russisch? Er sprach eine Menge Sprachen, oft aber vermischte er sie alle. Und gewiss, sein Englisch war nicht gut, ebenso sein Französisch. Doch er konnte sich überall verständlich machen. Gurdjieffs Schaffen unterscheidet sich grundsätzlich von fast allen anderen geistigen Lehren. Er nennt drei verschiedene Verhaltensweisen. Die Fakire erlangen die vollkommene Freiheit von den Zwängen des Körpers, indem sie das Fleisch absterben lassen. Die Mönche machen sich durch die leidenschaftliche Hingabe und den Glauben von den Zwängen der Gefühle frei. Und der Yogi befreit sich durch Meditation von den Zwängen des Geistes. Jeder einzelne von ihnen hat sich dabei aber auf nur eine Fähigkeit beschränkt. Gurdjieff schlug daher den vierten Weg vor, der alle drei Elemente, Körper, Herz und Geist, in Harmonie verbindet. Daher nennt er auch sein Institut Institut für die harmonische Entwicklung des Menschen. Wenn also Körper, Gefühl und Geist zusammenarbeiten, entsteht der vierte Weg. Tun sie es nicht, schließt man sich vom Leben aus. Ein Amateurfilm zeigt die einzigen Live-Aufnahmen von Gurdjieff. Duschka kommentiert. Eine Reise nach Nevers. Im weißen Mantel ist Joanna Lloyd Wright. Dahinter links Alfred. Dann Lord Pentland. Hier Mr. Gurdjieff und dessen russischer Freund, ein Unbekannter, den wir George nannten. Hier sehen wir Gurdjieff und den Citroën, den er so gerne fuhr, was sehr erholsam für ihn war. Das ist Mrs. Sutter, die den Film drehte, während ich fotografierte. Sie hatte die Kamera jemandem gegeben, damit er sie in der französischen Landschaft filmte. In the French countryside. This is Sophie. Links Sophie Uspensky und rechts Gurdjieffs Schwester. And here's Madame de Salzmann. Und das sind Madame de Salzmann und Rosemary Knott. Madame de Salzmann mit der schwarzen Bommelmütze. Bereits schwer krank findet der Autonarr Monsieur Bonbon, wie ihn die Kinder nennen, weil er immer ein Bonbon oder sonst eine Süßigkeit für sie bereithält, noch immer Gefallen daran, mit seinen Freunden Touren durch Frankreich zu machen. Und er versucht, gegen Ende seines Lebens alles Begonnene zu vollenden. Der Lehrer des Tanzes hatte einst seinen Schülern ein Repertoire von 40 Movements versprochen. Am 11. Oktober choreografiert er seine letzte Bewegung. Es ist die Nummer 39. Knapp drei Wochen später, am 29. Oktober 1949, stirbt er in Neuilly bei Paris. Der amerikanische Architekt Frank Lloyd Wright fasste sein Lebenswerk vielleicht am treffendsten zusammen. Kipling hat einmal gesagt, dass diese Zwillinge, er meinte damit Orient und Okzident, sich niemals verstehen könnten. Doch im Leben Gurdjieffs, in seinem Werk und seinen Worten, gibt es eine aus der Tiefe asiatischer Weisheit stammende Philosophie, die jeder abendländische Mensch verstehen kann. Sowohl in seinem Werk als auch in seinem Denken, in dem, was er tut und in der Art, wie er es tut, begegnen sich Okzident und Orient. Georg Iwanowitsch Gurdjieff wird im Familiengrab in Fontainebleau-Avent zwischen seiner Frau und seiner Mutter beigesetzt. Seine treueste Schülerin und längste Gefährtin, Jeanne de Salzmann, verabschiedet ihn mit den Worten: Wenn ein Lehrer wie Georg Iwanowitsch Gurdjieff geht, kann er nie ersetzt werden.